Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bei Black Games. Heute ist immer noch die Nacht. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen, wir hatten nicht so viel Zeit, deswegen haben wir direkt danach ein Video aufgenommen. Direkt, Alter, ohne Pause, nicht. Direkt, wir zocken wieder Fortnite. Und bisschen. Leute, wehe, irgendjemand lästert über unsere Stimme. Meine Stimme klingt wirklich komplett anders. Ich brauche halt ein Mikrofon. Das ist. Ist so. Meine Stimme ist auch nicht gut. Ich wir haben dich nicht mal gehört, also sag ja, mal. Ich weiß, wie man das unser Freund ist wieder am Start, dieser komische Mensch da. Also Spaß, Leute. Dieser Arminski. Meine Stimme. Dieser Messi da. Ist einfach auch kacke. Geh in Lobby. Nee, ich habe jetzt schon eine Runde gestartet. Nein, lief. Ja, okay, ich lief. Aber du bist beigetreten. So. Also Leute, ich weiß, ich bin geil, war nur Spaß. Wir zocken, wir fangen gleich an, also wundert euch nicht. Ja, wir sind keine Profis. Wie macht man das? Ach Digga, Gero. Ich bin dumm mit kein Fortnite. Ja, genauso. Ach da. So. Ich habe wirklich so lange kein Fortnite mehr gezockt. Ja, ey, das alles, was er gerade sagt, seht ihr in Part 1. Also schaut erstmal Part 1, bevor ihr das schaut. Ja. Auf jeden Fall. Das ist das Video, bevor den hier rauskommt. Direkt da drunter. Vielleicht. Bitte mal draufklicken. Ja, also. Vielleicht kommt auch noch ein Brawl Stars Video. Ja, morgen. Und morgen kommt auch ein Video mit einem Ausraster von mir. Fortnite. Hä, ja. Vielleicht noch Brawl Stars ein Video, aber. Ja. Und David war morgen. Also, das haben wir heute schon gedreht, aber wir laden es erst morgen hoch. Welches? Yes, wo ich ausgerastet bin. Fortnite, wo du dabei hast. Ja, ja. Also, da bin ich wirklich einmal mega ausgerastet. Ja. Aber ich mache jetzt nicht zu viel Spoilern. Und vielleicht kommt morgen auch ein Voice-Video zwischen den beiden hier. Ja. Hier und dann. Und würde ich sagen, starten wir mal die Runde. Ja, okay. Ja. Also Leute, irgendwann. Jetzt muss ich das. Okay, also wir dürfen jetzt unseren Freund nach normalen Namen nennen. Ja. Also, ey, willst du wirklich hier das? Ja, komm, mach. Ach, ich hab's jetzt das schon gemacht, Leute. Ja, also ist jetzt egal, er heißt einfach so, ich heiße auch Arvid, deswegen. Hey, mein Name war in den ersten Video in den Dings. In dem Titel. Einfach. Noch nicht gespielt. Hat. Gero reagiert auf, wo ist das Moment? Gero reagiert auf lustige Sachen, ich weiß nicht. Ja, also dieses Video, hast du das erste Mal Fortnite auf deinem Kanal gebracht? Was? Das erste Mal jetzt Fortnite. Ja, Fortnite. Ja, stimmt, erste Mal. Stimmt. Haben also jetzt das zweite gedacht. Mal. Wir zocken privat sehr viel Fortnite, deswegen. Und das ist jetzt nicht das erste Mal. Wahrscheinlich. Ich hab, Leute, ich habe wirklich richtig lang kein Fortnite mehr gespielt. Das hat man im letzten Part auch an meinen ersten Schüssen gesehen. Ja, das sein Aim war echt. Ich habe so 30 Schüsse oder so geschossen und 5 davon getroffen. Mit der besten Waffe im Spiel. Und mit der MK7. Ja. Nach meiner Meinung. Die Pumps finde ich nicht so nice, aber. Nee, diese neue, diese, die macht so wenig Schaden. Also ich finde die Automatic Pump geil. Leute, guck mal hier, ich versuche mal einen Headshot zu machen. Ich habe No-Scope diese Season schon. Versuch mal bei den No-Scope. Oh ne. Oh, nee. Digga. Oh ne. Okay. Erstmal beim Busfahrer bedankt. Sorry, ich habe markiert. Hab mich schon bedankt. Sollen wir da lang, wo du markiert hast? Nein, ich habe aus Versehen markiert. Ey, Gero. Mach schnell. Gero, lass am Ende dein Stativ zeigen, was du selber gerastet hast. Du kannst gern laut reden. Ach, schön, sehr. Egal. Hier, wir landen da. Hier, da. Bei der Brücke. Ist irgendwie mein Lieblings. Ich lande wirklich jede Runde bei der Brücke. Im Ernst. Nur weil du wegen den Handschuhen. Ja, ich mag dir halt. Was kann ich dafür? Die machen so viel Bock. Ja, also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer Spider-Man-Handschuhe nicht mag. Das ist kein Mensch mehr. Wir waren ein Spaß, ihr alle seid geil. Gute Menschen. Oh mein Gott! Ihr seid alle gute Menschen. Direkt der Stroke, Alter, wie selten. Als ob! Ihr seid alle gute Menschen, außer die Hater. Ja, also. Ich team jetzt erstmal mit denen. Ey, aber lass mir auch was da. So ehrenlos, wenn du jetzt mal nichts verlässt. Oh, nee, gar kein Bock.
Gero. Die soll mich wirklich kaputt spitzhacken. Ach, Digga, Gero, bist du tot? Ja, und? Nee, ich bin tot. Ist egal. Ich ja nur ein Game. Silas, kannst du das Buch immer nehmen? Ja. Hä, hey, als ob wir jetzt aufhören. Nein. Man hat nur Geros Lebensanzeige nicht gesehen, darum. Mach ich mein geiles Stativ mal wieder neu. Ach, Digga, ich bin auch lost. Auf jeden Fall. Wir waren ja gerade bei den Hatern. Neue Runde. Wir waren gerade bei den Hatern. Leute, die Runde ist gar nichts geworden und die ist aber leise. Wir zocken jetzt. Wir gehen mal in die Lobby. Nee, mach mal. Wir machen 1v1. Ja, okay. 1v1, Leute. Gero ist besser, weil ich bin auf der Switch ein kleiner Keck, Alter. Gero, was hampelst du? Gero macht immer Fortnite-Dances. Hinter der Kamera. Hey, darf ich mal Peace zeigen? Moin! Ich bin übrigens Arvid. Ich habe eine fette Fresse. Okay, einen fetten Bauch. Cringe, Brudi. So, what the 1v1-Map? So, wo... Guck mal, 1v1. In der letzten Runde habe ich ja über Hater geredet, dass sie nicht gut sind. Also, keine guten Menschen. Ey, letzte Folge. Das stimmt, ja, aber gerade auch. Alle sind gut außer Hater, habe ich gesagt. So, Hater, was habt ihr eigentlich? Ja, Digga, warum guckt ihr dann Videos und von welchen... Ja, warum guckt ihr Videos? Ihr könnt doch direkt... Von welchen... Warum guckt ihr Videos von welchen, die ihr nicht mögt? Mach bereit, Arvid. Ihr könnt doch einfach... Hast du? Von welchen gucken, die ihr mögt und nicht hatet. Ist es von Björn? Ich glaube schon. Ich habe kein Vater mehr gezockt. Ich habe keine Ahnung. Auf dem Bild sahst du aus, als wärst du von Björn. Auf dem Bild? Ja, da war halt eine Figur, glaube ich. Da war so ein Baufight. Es können auch mehrere Baufights sein. Ja, also und da stand bis zu 10 Spielern. Ach, Digga. Ich habe eins gesehen, da ich war ein... Ich bin nicht mal in deiner Runde. Mensch. Hä? Hey? Wo ich bereit gedrückt habe. Nein, geh nur mal raus, geh ruhig. Ich will mal eine Map aus, okay? Geh mal raus. Ja, okay. Ich bin raus. Jetzt habe ich das zweite Mal geschafft, auf Fortnite rauszugehen. Auf die Welt. Da ist doch Ruhe. Das da. Ein Spieler, nein. Bei Giro war ein Mensch und dann war Versus, also VS, und dann war mal ein Mensch. Also Fortnite Skin. Dann lass was anderes zocken, Giro. Dann machen wir Death One. Ja, komm, Death One, such du einen aus. Ja, okay, Death One, da gibt's echt gute. Wo sind hier die Death Ones? Lass mal, Silas. Lass doch mal. Hey, ich sehe keine Defrons. Könnt ihr mir? Ah, ich hab Defrons. Ich hab hier auch welche. Ja, ich hab welche. Ganz viele. Wo, zeig? Da, alles Defron. Alles Defrons. Nee, lass den machen. Den da? Ja. Ich kann nicht auswählen. Ich bin kein Gruppenanführer. Wo hast du den gefunden? Guck mal. Ja, da muss einfach der Front stehen. Da drüber. Da. Nee, warte mal. Lass ich mal kurz. Warte, ich suche. Nee, bei mir gibt's das nicht. Doch, gibt's. Sag ich, wann 1 Uhr ist. Na, warte. Ich muss noch ganz oben. Da waren der Front. Zocken den. Hier. An die Zuschauer. Wir haben jetzt 1 Uhr. Ja, Leute, wir haben wirklich übelst übertrieben. Heute bleiben wir wahrscheinlich noch bis 6 Uhr, so würde ich sagen. Also noch 5 Stunden. Also, sind Gyros Pläne. Ich, warte, ich möchte mal was sagen. Ich muss wirklich was sagen. Ich bin gefühlt gar nicht müde. Ich halt wirklich auch. Ich habe von Silvester war für mich gefühlt jede Nacht so für mich, weil ich habe ja keine Schule. Und die Zeit genieße ich halt. So, jetzt denk nicht, dass wir hobbylose... Kinder sind, weil wir haben Schule, nur wir haben Ferien. Ja, und ich genieße halt meine Ferienzeit. Ja, ich also, genieße auch. Ich mache nicht mehr lange, aber 5 Tage oder so noch und dann ist es vorbei, aber wir machen uns die 5 Tage noch geil.
Und morgen machen wir wahrscheinlich auch ein Video mit meiner Stiefschwester. Und ich habe mich ganz spontan Wenn die will. Also ich habe mich ganz spontan entschieden, einfach hier zu übernachten. Normalerweise, eigentlich hätte ich es nicht gemacht, weil ich sag das jetzt mal ganz deutlich. Komm, arbeite hier. Ich bin runtergebackt. Wo? Wo soll ich reingehen? Hab Heimweh gehabt, aber jetzt hau ich mich doch. Also. Komm mit. Da, ja, sorry. Was müsst ihr jetzt machen? Ach so, das auch? Ich kann das nicht drücken. Und du kannst es. Versuch das jetzt auch mal zu drücken? Nein, kann ich nicht. Trotzdem spielt der Spielersuche. Bei beiden. Ich glaube, nur noch wir beide sind hier drin. Aber eins von zwei geht da nicht, oder? Hier den davon dann. Warte. Hier mit Gruppe spielen. Wo bist du? Der von Gero? Hier. Kannst du irgendwas klicken? Steht 2 von 12. Wir beide werden. Ich habe nichts geklickt. Ich spiele jetzt privat. Ich habe auf privat spielen. Hä? 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 Hier musst du rein, oder? Nee. Start hier. Okay. Das ist erstmal easy. Wir machen nicht gegeneinander, wir machen. Einfach nur Spaß. Lass machen, der Verlierer kriegt eine Nackenschelle von anderen. Nee, Spaß. Das könnt ihr ja gar nicht kontrollieren. Also die Zuschauer können das ja gar nicht kontrollieren. Die es wirklich machen. Also. So, ja. Das finde ich auch komplett kacke. Also wenn man zum Beispiel auf YouTube jetzt Sachen sagt, die man gar nicht macht. Ja. Zum Beispiel, wenn man sein Gesicht nicht sagt. Aber Leute, ich schwöre wirklich, wir machen es. Ich schwöre auf mein Leben. Wir machen es wirklich. Mit der Nackenschelle? Ja, wir sind nicht so bitte. Ja, wir sind keine 31er. In Fortnite sind wir zwar manchmal 31er, aber. Okay. Das Gefühl, ich glaube, ich krieg's nicht hin. Welches Level? Oder wo? Sieht man nicht. Aber du darfst hier filmen. Ja, ich darf. Ich habe kein Problem mit sowas. Nein, ich habe resettet. Mit so einem Ding, Gerät. Karma kassiert. Arbeit 100%. Bisschen los. Ich kann aber auf Continue drücken, wie geil. Bist du da jetzt wieder? Ja. Hä, hey, wo bist du? Zu 100% fast ein bisschen los. Ist endlich dieses Spiel von dir runtergeladen? Welches Spiel? Welches? Dieses Minion-Spiel da. Nee, noch nicht. Ich bin wieder Erster. Du musst doch alle Münzen einsammeln, ne? Macht man. Arvid, es lädt immer noch. So lust. Ja, ich weiß. Ich bin wieder Erster. Leute, ich führe. Ich freue mich schon, Arvid den Nackenschild zu geben. So eine saftige. Ja, ich mache auch eine saftige. Da kannst du aber auch noch fetten. Der Deathworm hier macht aber Bock, finde ich. Der zockt so gefühlt gar keiner. Als wir gerade kurz online, sage ich mal, zu waren, hat die null Leute gezockt. Keine Ahnung, obwohl der nice ist. Aber wir haben ja auch schon nachts. Oh ne! Wie kann man das ich hab so? Ich habe das Level geschafft, wo du verpackt hast. Als ob. Hä? Ich schaff das immer noch nicht. Als ob, als ob. Komm. Komm, komm, ja, ja. Das ist schwer jetzt, das ist schwer, das Level. Nein, danach das. Das check ich nicht. Run. Geschafft. Hä, war auch easy. Sollen wir einfach jumpen? Oder wie? Keine Ahnung. Wie hast du es dann gemacht? Hast du irgendwie... Ich bin einfach drüber gesprungen. Okay. Digga, was ist das für ein Spiel? Hast du dich geduckt oder so? Nö. Also bei was? Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Warte, ich guck mal. Hier, bei dem. Einfach nicht springen geschafft. Ach, als ob. Alter, ich hab die
Das ist so eine optische Täuschung. Ich weiß nicht, ob der Bananenskin mein Lieblingsskin wird. Mhm. Ich finde halt geil, dass ich endlich meinen Charlie Skin habe. Ich glaube, das ist mein zweiter. Weil was denn der andere? Römer Charlie, den fand ich aber nicht so nice. Das. Denn das war mein erster Skin. Weißt du, was ich so heftig finde? Diesen Roboter Charlie da. Ich kenne den. Feiert ihr Recon Expert? Ich nicht so, von Aussehen nicht. Nein, das ist, oder? Und außerdem sind mir G-Skins eigentlich egal. Ich sag euch ganz ehrlich, alle finden Renegade geil, aber Renegade vom Aussehen her, der finde ich nicht so nice. Hier, das Level hier ist schwer. Ich schaff das First Try. Ich hab's geschafft, ja. Ich hab's First Try geschafft. Ich hab dafür gefühlte 10 Versuche gebraucht. Da bin ich jetzt auch reingekackt. Aber das ist eigentlich einfach. Hä? Bin da. Ich muss gerade die Worte geben und dann verkacke ich selbst. So, er sagt ganz halt, ich bin in Führung. Oh, Digga, das ist so eine Falle, davon sage ich dir nichts. Hast mir schon gesagt. Da bin ich gerade angestorben. Der ist gut. So, ich bin fertig. Ich bin auch da. Den Sprung schaffst du, glaube ich, nicht. Oh, ich hab ihn. Das ist schwer. Du musst auf diesen Würfeln dann, glaube ich, drauf. Ja. Ich bin deswegen wirklich schlecht, Leute. Und ich mache irgendwie immer längere Videos. Letztens erst ein 1-Stunde-Video gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Müsst ihr mal schreiben, was ihr besser findet. Lang oder kurz? Geil oder kurz und knackig? Ich finde lang und geil. Doch, als ob. Geschafft. Also. Hä? Gero. Gero einfach. Ey, guck mal, wo ich bin, Gero. Komm. Ja! Ich hab es auch geschafft. Jetzt hole ich auf. Oh, was ist das, Leute? Ich bin jetzt auch da, wo du bist. Als ob. Man muss beide nehmen. Ja, natürlich. Wusste ich nicht. Ich dachte, man schafft es mit ein. Oh nee, ich spawn ja hier wieder. Eben. Ich spring einfach direkt auf den anderen. Das ist unmöglich. Hier ist nichts unmöglich. Als ob, ich war noch geduckt. Ah, ich habe einen Trick. Den wirst du nicht rausfinden. Ich schaff den Dance-Fan sowieso. Jetzt lacht Arvid noch, aber ich werde ihn gleich einholen. Das werden wir ja sehen, Leon. Ja, würdest du das, hier würdest du das Dings machen? Hier. Würdest mich triggern? Das schaffst du nicht. Braucht man einen Trick. Ich gebe dir einen Tipp, okay? Ja, was? Der ist neu in Fortnite in diesen Chapter reingekommen. Was? Das kann man mit der Bücktaste machen. Warum? Ach so, ich weiß, was du meinst. Mhm. Sliden. Da musst du dich rüber sliden. Hast du's? Ja. Jetzt lacht David noch und gleich so gleich das kassierte Karma. Wir talken ihn ein. Ich mag halt diesen Stellen von Death One nicht. Als ob das weiter nicht bespringt. Ja, das ist so eine Verarsche. Ich weiß, aber bin ich auch drauf reingefallen. Ein paar Mal. Dafür habe ich lang gebraucht, wo du jetzt bist. Ich bin so weit weg. Das kann ich One-Hit machen. So, fertig. Geschafft. Arvid denkt, ich hole ihn nicht mehr ein. Natürlich nicht. Wer weiß. Na klar. Und gleich bin ich wieder vorne. Arvid muss eigentlich nur eine Stage richtig verkacken, so richtig oft. Dann kommt Gero, bist du auch in dem Tunnel? Mhm. Ja, okay, ich bin auch. Der ist so hoch.
Der benutzt safe irgendwelche Hacks, um mich einzuholen. Wie soll ich das denn machen? Keine Ahnung. Gero kann man nie vertrauen. Hey. Ohne Spaß. Keine Sorge, ich hab Gero im Blick. Hey, ich lauf doch hier einfach nur in den Tunnel. Ach so, hier geht's weiter. Hä? Wann ist der Tunnel endlich zu Ende? Der ist super lang, ich weiß. Hä? Das. Hä? Der ist halt lang. Das ist aber ein Tunnel. Hä? Das ist aber ein Reinfall. Nein, ist es nicht. Doch. Ich bin da durchgekommen. Ich bin an der gleichen Stelle wiedergekommen. Nein, du musst. Links, da musst du einfach lang. Lost. Komm, wo ich bin. Bei so Blitzern. Ich bin super weit. Ach, Digga. Jetzt hat man da mit One. Ich geh gleich pennen. Digga, ich versuch dir gerade ein Spiel. Juckt uns nicht. Genauso wie dich. Guck, aber du sagst am Anfang noch, wir machen nicht gegeneinander, ne? Du hast gesagt gegeneinander später. Hä? Nein. Du wolltest dann. Du hast gesagt, wer Dings, der kriegt Nackenschelle. Ja, stimmt. Yeah. Machen wir auch. Oh, ich hab First Try. Ein King. Das King in Sterben. Ich weiß. Ach so. Unten dieses Teil. Gibt es in Fortnite überhaupt keine Ego-Perspektive? Das wäre so geil. Oder? Wenn man die wechseln könnte. Ja, genau. Einfach so. Verschiedene. Nicht nur eine, gleich mehrere. Naja, würde ich eh nicht benutzen, aber einfach nur so. Ja. Für Leute, die Ego-Perspektive mögen, wäre es doch ultra geil. Die zu viel Minecraft gespielt haben. Moin. Arvid, ne? Ich bin leise. Ich habe nicht gedacht, dass du so weit kommst. Ja, moin. Ich hab dich jetzt wieder eingeholt. Ich wusste nicht, dass du so nah an mir bist. Ich dachte, du bist 1000 Meter weit weg. Ja, ne. Oh, so Fehler. Jetzt hast du mich eingeholt. Ja, ich hab's geschafft. Ja. Leute, ich nehme alles zurück. Ja, jetzt, ne? Ja, okay, jetzt nehme ich alles zurück. Jetzt erst? Ja. Gero, du spielst schön. Ich höre gleich auf, weil ich keinen Bock zu verlieren habe. Na klar. Du 31er. Aber lief gleich. Ich check diese Stage nicht. Ich fand die easy. Die ist ultra schwer. Arvid, glaubst du, holst mich da rein? Nein. Oh, scheiße. Das habe ich gar nicht gecheckt. Da muss man mit Sneaken drüber laufen. Okay, ich bin lost. Ich bin gleich tot. Ich warte hier auf dich. Ach, Digga, im Ernst? Ja. Safe Pranks, du. Hey, nee, ich warte. Er wartet wirklich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich warte. Er wartet wirklich. No Prank. Ich warte. Ja, jetzt, wenn du guckst, schaffe ich's. Okay, ich gehe weiter. Ach, Digga, siehst du? Irre, los. Du sagst, du wartest, bis ich da bin. Nö. Bis die Stage geschafft hast. Hast du nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, bis du da bist. Stimmt. Lust. Das hier ist voll schwer. Als ob ich das geschafft habe. Reflex, Bruder. Easy. Diese Sachen beim Death Run mag ich schon eher. Ich hasse so diese Dinger, wo man so zum Beispiel so drauf springen muss und die sich so hoch boosten. Ach so, ja. Die Stelle kommt noch. Da haben wir ja gerade schon
oft gemacht, wo der eine dann der zweite dann komplett reinvoll war. Oh, ist das schwer. Hä? Das ist unschaffbar. Gib mir mal einen Tipp, okay? Bei der Stage. Bei welcher? Dieser, wo diese drei Schneeflocken sind. Wo man so komisch rutscht. Ach so, bei der hab ich auf dich gewartet. So, du musst den Sneaken drüber ich gehen. Ich hab gesneakt, ja. Hab ich schon ganz Zeit gemacht. Hä? Das hier ist voll kompliziert. Soll ich das machen? Ich kann so Sachen gut. Ja, warte erstmal, bis du da bist. Und dann heißt es, sie macht, hast das geschafft. Hä? Ich hab's. Ja. Ich kann dir nur eins sagen. Ich bin schon über alle Berge. Ab. Digga, ich wurde getroffen von diesem Ding da. Ach, Digga, wie bist du dem ausgewichen da? Was? Was so von unten kommt. Wie bist du mit dem aus? So einfach. Ja, ist ganz einfach. Ja, sorry. Ich kann halt einfach bei Arvid gucken, Leute. Der ist hier direkt neben mir. Hat seinen Switch da aufgebaut. Sonst spiele ich über einen Fernseher verbunden, nur halt. Nicht denken, ich bin nicht bei mir, ich bin bei Gero. Ja, und wir haben nur einen Fernseher. Eigentlich hätten wir auf. Auf einem Bildschirm so zusammen. Ja, Splitscreen, Bruder, kommt nicht ja. So gut an. Ja, ist so. Red lieber nicht über Splitscreen. Als ob, bei mir hat's mega rumgeleckt. Leute, ihr habt's gesehen. Bei mir gab's Lags. Ich hätte es geschafft. Cheater sind hier unterwegs. Wer hackt hier wie ich oder was? Oh ne. Diese Stelle ist ultra schwer. Helf mir, Gero. Welche? Die da. Ach so, die fand ich ganz einfach. Weißt du, wie man auf Switch stellt? Bitch ist komplett scheiße. Nein. Hey, ich fand die komplett easy. Gero, ich bin gerade schon wieder wach geworden. Jetzt mach bitte aus, ja? Okay, es ist 20 nach 1. Mach ja, okay. Ihr bitte jetzt aus. Okay. Moin Leute, so Leute. Meine Mutter ist gerade reingekommen. Wir sollten ausmachen. Aber wir machen noch hier und das war zu Ende. Ja, wir werden Schläge bekommen, aber ich würde nicht machen. Doch noch zu Ende. Der ist ultra lang. Wir müssen lang denn? 350 Level. Ich bin gerade mal bei 84. Echt? Ich bin bei 104. Oder? Ich weiß nicht. Du bist bei... Sieht man gar nicht. Wo kann man das denn sehen? Bei 94, glaube ich. Ja, 94. Ach so. Das war easy. Als ob du das schwer fandest, durch diese Dinger dadurch. Hey, das war ja nicht schwer. Doch, da hast du gesagt, dass du... Hey, das ist unmöglich. Hey, bei was? Bei diesem, wo man durch diese vielen Stangen dadurch muss. Wo? Ich bin schon weg, aber... Oh, die Stelle, die habe ich nicht beim ersten Versuch geschafft. Die habe ich fast schon. Für die habe ich zwei Versuche gebraucht. Oh, der Sprung ist schwer. Der Besseren wiederholt sich. Easy. Minuspunkt an den Besseren. Ob der auch noch eine Falle ist. So. Der Death Run ist relativ leicht. Musst du aber auch zugeben, Arvid. Es gibt schwere. Aber du musst schon zugeben, es gibt schwere Death Runs, ne? Ja, gibt's. Hä? Ich schaff diesen Sprung nicht. Wie slidet man nochmal? Doppel-Dings, Doppel-Duppen, oder? Du musst dann nur einmal drücken bei mir. Worauf zu sliden? Bei mir sneakt der dann.
So traurig. Ist wirklich unschaffbar gesprungen. Was ist das überhaupt? Das ist ein anderes Stil von der Schwan. So, und ganz am Ende abspringen. Was macht dieses Walkie-Talkie oder was das ist? Da kann man resetten. Wenn man das auswählt und dann sozusagen auf Schuss drückt, dann ist man wieder am Empfang. Würde ich lieber nicht machen. Wir schaffen den Destro nicht durchzuzocken. Wir können ihn morgen probieren durchzuzocken. Nein! Dieser blöde Defon wiederholt sich. Hä, wie kann man diese Stelle schaffen? Ist unmöglich. Die ist schwer. Oh mein Gott, ja. Ja. 104. Aber die ist so schwer, die Stelle. Bei der wirst du ausrasten. 100 Pro. Die ist welche? So welches Level? Keine Ahnung. Aber die ist so heftig schwer. Wie sieht die aus? 103, ja, glaube ich. Was? Ich fühle hier heftig. Ja, aber ich höre gleich auf, Alter. Guck, aber du sagst große Töne und verkackst dann. Sag der Richtige, Alter. Du hast auch große. Was will man denn mit der Pistel? Dann auch sag ich dir nicht. Ach, aber ich, das war so easy. Du hast. Einfach auf das Ziel schießen. Ich stelle bei Ivy. Ich habe sie beim ersten Versuch nicht gescheckt. Ich bin jetzt bei Blau erst. Bei was bist du? Ist bei Blau. Ach so, das war ja die Stelle, wo ich gesagt habe, der Deathrun wiederholt sich. Sag mir gleich bei dem Level. Nee, die Stelle nicht so einfach. Fertig gepinkelt? Sorry, Leute. Die Stelle easy. Digga, ich raste aus. Was denn jetzt passiert? Wie soll ich denn hier runterkommen? Super. Aber das sind nur ein paar Stages hinter Gero. Wie ist das? 103 ja, und meine Gero ist... Konsole ist gleich leer. Ja, das seht ihr. Ne? So. Und da ist Konsole ist gleich auch wieder leer. Die Stelle ist auch unschaffbar. Also, ich bin jetzt hier. Wo ist diese super schwere Stelle? Ich bin jetzt schon drüber. Ich habe die geschafft, die da. Da hinten doch, die habe ich geschafft. Ich bin jetzt 104. Da habe ich auch einmal verkackt. Weil der ist der Typ, bei der du gerade bist. Oh ne. Alter, das habe ich wirklich gar keinen Bock. Oh, das sieht schwer aus. Ist es auch. Geschafft. Ich bin einfach bester. Hey, wie kann man das schaffen? Sag mich, man muss da Doppelding machen. Ja, zum Glück nicht. Ich hatte schon mal das Mal, da musste man das zweimal setzen. Ich weiß Gott nicht. Und das war so schwer. Und das neue. Aus Gero grad, guck mal. 121. Boah, ja, ich bin 109. 340 Stages, aber machen wir jetzt nicht alle, oder? Nein. Oh, ne. Puh. So
ist denn hier schwerer? Ah. Dieses Video dauert einfach schon 35 Minuten. Ich habe das nicht geschafft. Nö, 35 Minuten und 15 Sekunden. Ja, 16. Jetzt 20. Nochmal. So. So. Fertig. Also, hast du schon dieses Level mit Impulser gemacht? Ja, natürlich. Bist du da erst? Ja. Jetzt ab. Das habe ich gefühlt vor einer Stunde gemacht. Ach so, ich hab's geschickt, das Level. Ist auch schwer. Ja, bin da. So, so, so. Nein! Silas, kannst du normal reden? Jetzt bei dieser schweren. Kannst du normal reden? Ich weiß. So, was zwischen 117. So was Persönliches, weißt du? Ja. Ich bin 117. Ich hab hier ein voll schweres Level. 126. Das habe ich gerade erst bei Gero gesehen. Uff, jetzt ist Gero 127. Oh, das ist schwer. Dieses Laser-Level, weißt du, Gero? Jetzt springen. Leute, niemand sagen. Ich werde das Level skippen. Nichts sagen. Ah, wir zocken gerade und bekommen es nicht mehr. Was redest du da, Gero? Nichts. Bist du krank? So, bei denen schon. Wie sollen wir das schaffen? Jetzt ist Gero bei 128. Ja. Das ist unmöglich, Gero. Ich sollte nicht sagen, dass ich ein Level geslippt habe. Was? Was redest du da leise? Es ist Gero geschafft. Also, du musst. Jetzt. Nee, du musst auf den Boden werfen. Mhm. Und dann, glaube ich, springen. Ich glaube, wenn du springst, dann bist du. Ja, höher. Ich hab's geschafft. Ohne springen oder mit springen? Ja, okay, Leute. Damit würde ich sagen, das war zu Ende. Ich gebe Arvid jetzt seine Nackenschelle. Ihr könnt ja, ihr könnt aufnehmen. Wie ich Ich halte. Moin. Der wird hart. Der wird. Gero, zeig mal das nächste Stativ. Ui. Butz, Digga, Butz. Zeig mal mich nochmal. Arvid, soll ich dir sagen, dass ich gecheatet habe? Er hat einmal Level geskippt. Ach, Digga. Ja, okay, Leute, dann machen wir Schluss. Tschüss. Wir bringen vielleicht Gero ist bei ein. Wir bringen morgen vielleicht. Ich sag mal, wir bringen morgen. Aber ich hätte so oder so gewonnen. Ja, egal. Wir bringen morgen vielleicht noch ein Video. Gero ja, morgen, hat gewonnen. Morgen kommt ja noch dieses Ausraster-Video raus. Ja, okay, und das laden wir morgen hoch. Okay, dann tschüss, Leute. Ich würde sagen, tschüss. Und dann ciao.